Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute melden wir uns wieder einmal aus dem Coop Osterland. Und wie immer um diese Zeit hat jetzt der Osterhase alle Hände voll zu tun, damit er bis zum Ostersonntag die vielen Wünsche kann erfüllen kann. Alle Hände voll zu tun hat man jetzt natürlich auch bei Arni. Denn, wie man sieht, braucht sehr viel Handarbeit, zum Beispiel beim Füllen und beim Verzieren der beliebten Schokoeier. Auch auf Qualität wird bei Arni grossen Wert gelegt. Von der Rohware wird ständig Eingangskontrolle gemacht. Und erst nach vielen Arbeitsgängen und allerlei Veredelungsprozessen kommt es dann zu dieser grossen Bevölkerungsexplosion bei den Arni Schokihasen. Und so treffen sie es dann wieder in ihrem Laden. Riesengroß und lustig. Ganz in Weiss oder voll von knusprigen Mandelsplitter. Und das da sind die hübschen Ostereier aus feinster Arni Milchschoki. Es gibt sie in einer grossen Auswahl, gefüllt mit süßen Pralinen, in allen Variationen. Natürlich gibt es noch viel mehr von diesen lustigen Osterüberraschungen in ihrem Coop-Laden. Aber wissen Sie was? Können Sie doch einfach selber schauen. Zu schauen gibt es jetzt bei uns noch etwas, und zwar das Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend miteinander. Sie wissen ja, aus Brüsseler oder Chicorée kann man sehr vielseitige Gerichte machen. Ich habe hier einen neuen Vorschlag für Sie. Für 4 Personen habe ich 1 Kilo Brüsseler gewaschen, halbiert und in wenig Salzwasser vorgekocht. Die Hälfte des Gemüses habe ich in eine Gratinform verteilt. Eine gehackte Zwiebel im Fett dämpfen. Das Hackfleisch so lange mitdämpfen, bis es die Farbe verloren hat. Ein bisschen Mehl drüber stäuben, mit Bouillon oder Weisswein ablöschen und würzen. Dann das Hackfleisch über das Gemüse leeren. Mit der zweiten Hälfte der Brüsseler bedecken. Und darauf kommt jetzt noch eine Tomatensauce und geriebenen Käse. Dann das Gericht im vorgeheizten Ofen gratinieren. Nach 15 bis 20 Minuten können Sie den Brüsseler Gratin mit Salzkartoffeln servieren. Das Rezept, das wissen Sie ja, steht in der Coop-Zeitung. Und ich wünsche Gute. So, das wäre es wieder einmal für heute. Wir danken, dass Sie für uns Zeit haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Beachten Sie jetzt aber noch das Sonderangebot zum Sparen. Es lohnt sich. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. In den Coop-Warenhäusern kommen Sie jetzt modische Damentaschen in grosser Auswahl zu besonders günstigen Preisen über. Bei Coop kostet jetzt ein Bund an 20 Stück Osterglocken nur 2,80. Kinderknäusocken in verschiedenen Farben und Dessin, ein paar Grösse 3 bis 6, 2,90. Und Grösse 7 bis 12, 3,30. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop ausländische Blütenhonig Flora Miel statt für 3,25 für nur 2,75. Alle Coop-Joghurt an 180 Gramm sind jetzt 10 Rappen günstiger und 500 Gramm sind 30 Rappen günstiger. Ein Beutel an 1 Kilo Goldstar Pommes frites statt 4,30 jetzt nur 3,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Jaffa Schamutti Orange in Tragtaschen per Kilo nur 1,80. Auf Wiedersehen.